Hallo Leute, willkommen zurück auf dem Kanal der Workshop Gang. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben uns heute vorgenommen, wieder mal eine Lederpunze zu machen. Grund, es regnet draußen und ich hatte keine Lust mit dem Moped heute draußen rumzufahren. Das wäre mir etwas zurück gewesen und wir wollen ja ein bisschen noch gesund bleiben. So, also, was machen wir? Tun wir eine Lederpunze fräsen und ich wollte nicht unbedingt jetzt so irgend so ein Skull oder irgend so was anderes machen. Ich wollte eher was Lustiges machen und da fiel mir heute doch ein, dass ich mal irgendwo so einen kleinen Elefanten mal als Zeichnung da hatte. So, und den werden wir heute mal vorbereiten, komplett vorbereiten, Fräsdaten vorbereiten und am Schluss fräsen auf der kleinen Fräse. Und mit der Presse werden wir dann am Schluss noch ins Leder pressen, um mal zu sehen, wie das Ganze aussieht am Schluss. So, also nach dem Intro geht's los. Unser Rechner hier im Hintergrund ist ja nun nicht gerade leise, also entweder ich muss ein bisschen lauter reden oder wie auch immer. Wir werden die Geräuschpegel leider nicht abstellen können, also das ist leider das Problem, also damit müssen wir dann auch in so einem Video mal leben. So eventuell mal dann ab und zu mal den Ton ein bisschen verändern, weil so eine Fräse, die ist nicht gerade sehr leise. Und der Rechner, wie gesagt, also naja, man hört es ja wahrscheinlich im Hintergrund. Er ist jetzt noch aus, also der FU sitzt noch aus. Ich schalte das Ganze schon mal ein hier, damit das Ganze mal ein bisschen warm wird. So, und was brauchen wir als erstes? Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Wir brauchen irgendeine Zeichnung, irgendeine Grafik, wo wir sagen, okay, das soll mal eine Lederpunze werden. So, ich habe, wie gesagt, diesen kleinen Elefanten hier, da auf der anderen Seite, so, dort ist er. So, den habe ich mal rausgesucht für euch und würde den jetzt mit euch so vorbereiten, dass wir sagen, okay, wir brauchen erstmal eine schwarz-weiß Zeichnung. Wir brauchen eine Strichzeichnung. Die Striche müssen so angepasst sein, dass das Ganze auch ein bisschen fräsbar wird, weil ab einer gewissen Strichstärke, wenn die unter 0, irgendwas ist, brauchen wir es nicht mehr fräsen. Das hält nicht. Kann nicht halten. Sobald wir das irgendwo reinpressen ins Leder oder sonst irgendwas, das Leder ist ja dann doch etwas strammer auch mitunter. Also man hat ja da gewisse Stärken. Und wenn man das sich natürlich vorstellt und jetzt hier irgendwo mal versucht irgendwas reinzupressen, also das sollte dann schon eine gewisse Stärke haben, damit das Ganze auch ein bisschen hält. So, wir sind jetzt hier im Photoshop. Wie man so schön sehen kann, habe ich den Elefanten jetzt schon mal geöffnet und wir haben ja jetzt hier ringsrum so diese Kontur schon mal. Aber wir haben natürlich auch innen drin jede Menge. Also ich mache damit jetzt erstmal eine Kopie, so, damit ich eventuell, wenn ich irgendwas versaubeute, damit ich dann noch mal da habe. So, hier gehe ich jetzt rein, sage okay, Kamera Warfilter. Starte mal einen Moment. So, und jetzt passe ich mir das Ganze natürlich erstmal an. Ich habe gesagt, wir brauchen irgendwas Schwarz-Weiß-mäßiges. So, monochrom, schwarz-weiß, passt. Jetzt müssen wir natürlich die ganze Belichtung und so weiter müssen wir natürlich jetzt ein bisschen anpassen, so dass wir dann wirklich diese ganzen Linien jetzt hier so alle ordentlich deutlich sichtbar haben. So, wie machen wir das? Also, wir gucken erstmal. Jetzt werden wir mal das Schwarz ein bisschen reinsetzen. Jetzt haben wir hier überall schon das Schwarz so richtig ordentlich deutlich und wir haben natürlich alles andere wie das Weiß und so weiter haben wir natürlich ebenfalls noch. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken hier, sodass man das so viel wie es geht rausnehmen können. Ja, wir kommen der Sache schon näher. So, haben wir natürlich hier immer noch Grautöne zwischendrin. So, die Klarheit werden wir mal noch ein bisschen anpassen, genau, den Dunst tun wir ein bisschen entfernen oder können wir so, ja, so ist es perfekt. So, die Details müssen wir jetzt nicht groß schärfen, das dürfte jetzt erstmal schon so lang. Das ist schon so vollkommen okay. Man könnte jetzt probieren, was passiert, wenn ich das Ganze jetzt mal einfach noch den Rest
so rausnehme. Ne? Und das Ganze habe ich natürlich jetzt im Photoshop mal abgespeichert als JPEG-Datei. Habe mir das hier unter Downloads gelegt, unter CNC, es ist ja egal. So, und habe das jetzt im sogenannten Vektor Magic in der Desktop Edition. Lade ich mir das Ganze jetzt ein. Und das sieht dann so aus, wie gesagt, ich habe dann jetzt ganz groß weitergemacht. Bloß erstmal, dass ich die ganzen Linien habe. Und wie man sieht, sind die ganzen Linien jetzt ordentlich schön zerhackt. Sieht also vollkommen mistisch aus, sagen wir es mal so. Es ist keine schöne Grafik. So, dazu gehe ich jetzt auf Grundeinstellungen. Und das ist das Schöne bei Vector Magic. Sag Fotografie, Sache hoch, zwei Farben. Flip. Jetzt habe ich hier da schon mal doch eine super schöne Zeichnung, würde ich sagen. So, das gehe ich jetzt noch abspeichern. Sache als SVG abspeichern und fertig. Das Ganze muss ich natürlich jetzt wieder im Photoshop laden. So sieht das Ganze jetzt aus im Photoshop. Und jetzt muss ich natürlich ein paar wichtige Schritte machen, weil mir ist bewusst, dass ja diese Lederpunsel so klein wie möglich sein sollte, aber die Linien gut erkennbar und gut fräsbar. Also passe ich mir jetzt erstmal die Größe an. Dazu gehe ich jetzt hier rein und sage Bildgröße. Ich sehe jetzt hier Zentimeter. 36 cm ist natürlich viel zu groß. So, ich sage jetzt mal Maximum 6 cm soll er in der Höhe sein. So, da sieht man ja natürlich schon mal, was hier weggeschrumpft ist. So, jetzt sehe ich jetzt hier außen und hier sehe ich nur ganz minimal, sehe ich da irgendwo, dass dann noch ein bisschen weiß ist. Also ich muss die Arbeitsfläche mal ein kleines Stückchen vergrößern. Dazu gehe ich ebenfalls auf Zentimeter. Ich sage hier, das sind 6,5. Oh ja, 6,5. Und hier sind es ebenfalls 6,5. Okay. So, jetzt geht der Kompressor erstmal im Hintergrund an bei mir. Okay, ich hoffe, dass er jeden Moment wieder ausgeht. Das dauert meistens nicht so lange. So, ist schon wieder aus. Das Ganze machen wir jetzt außenrum noch weiß. Jetzt passt die ganze Sache schon mal. So. Jetzt gehen wir mal auf Schwarz. Und ich sehe, dass das noch nicht alles miteinander verbunden ist, die ganzen Linien. Und das müssen wir natürlich jetzt als nächstes erstmal tun. Also man muss jetzt mal versuchen, so weit wie es geht, die Linien zu verbinden. Denn wenn ich mal in den Pinselmodus gehe und sag mal Größe, 6 Pixel. Also 6 Pixel ist schon wirklich die minimale Größe, wenn ich das mal so jetzt hier so mal hinhalte und mache jetzt mal hier so einen Strich. Also 6 Pixel ist schon mal das Kleinste, was wirklich irgendwo fräsbar jetzt noch wird. So, besser sind dann so die 10 Pixel, was dann so aussehen würde, oder eben die 15 Pixel. Also außen nehme ich dann ganz gerne 15 Pixel. Ich würde das Ganze jetzt mal vorbereiten im Schnelldurchlauf für euch, damit ihr das sehen könnt.
So, das wäre jetzt natürlich Nummer 1, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben das Bild umgewandelt, wir haben Schwarz-Weiß draus gemacht oder Monochrom draus gemacht und wir haben eine sogenannte Strichzeichnung draus gemacht. So, das hilft uns natürlich schon mal super weiter. Was müssen wir als nächstes machen? Wir gehen wieder in diese sogenannte Vector Magic, in die Desktop Edition und wandeln das Ganze jetzt zu einer sogenannten CAD-Datei um. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. Das wird am Schluss eine DXF-Datei. So, da sind wir jetzt wieder im Vector Magic in der Desktop Edition und haben jetzt die Datei ELE2. Das ist jetzt die Originale und das wäre dann die, die wir etwas dicker gezeichnet haben. Die tun wir jetzt öffnen und sagen, da haben wir sie. Wie wir sehen, sieht wieder nicht so schön aus. Wieder gehen wir auf Grundeinstellungen, Fotografie und sagen hoch, zwei Farben reicht uns. Jetzt sieht das Ganze doch super aus. Und das ist doch schon mal genau das, was wir eigentlich wollen. So, wir haben hier Schwarz-Weiß, das ist in Ordnung. Wir gehen auf Weiter und sagen Speichern unter. Jetzt sind wir wieder in der gleichen Datei drin und jetzt gehen wir hier unten drauf und sagen DXF. Zack. Und schon haben wir das Ganze gespeichert. Und damit sind wir jetzt so weit, dass wir das Ganze jetzt in einem beliebigen CAD-Programm öffnen können. Was wir natürlich tun werden, wir werden. Ich habe das Ganze jetzt mal in ViaCAD eingeladen. Ich benutze das ViaCAD eigentlich schon ziemlich lange für solche Sachen. Reicht vollkommen aus. Ist die 6er Version, die war dann irgendwann sogar kostenlos, die 6er Version. Und ich habe hier auf dem Rechner eh nicht so viel Power, dass ich sagen kann, ich kann hier AutoCAD oder sonst irgendwas groß laufen lassen. Dahergehend vollkommen ausreichend für das, was wir hier tun. Wie gesagt, ich nutze das ViaCAD hier und das ist gut. Man sieht jetzt im Hintergrund ganz leicht diesen Elefanten hier, ganz leicht. Das ist natürlich alles ein bisschen ungünstig. Wenn man mal so eine Linie mit der Maus anklickt, kann man die dann anklicken und weglöschen. Ich will erstmal den Rand außenrum bloß wegmachen, damit man das dann besser sieht. So, jetzt drücke ich auf STRG und A, sage alles markieren und sage jetzt hier bearbeiten, gruppieren. Gruppieren, rechte Maustaste und Farbe schwarz. So, und schon sehen wir unseren kleinen Elefanten und wir sehen jetzt unsere sogenannten Fräslinien. So. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie groß soll das Ganze werden und was für Material nutzt man dafür. Und da würde ich sagen, da gucke ich jetzt mal ganz schnell bei mir nach. Das werde ich jetzt nicht mitkriegen. Machen wir mal kurz eine Pause. Ich muss mal gucken, was ich an Material finde. So, ich habe jetzt ein schönes Stück Messing gefunden von 32 mal 32 Millimetern. Und das zeichnen wir uns jetzt mal hier ein. Dazu gehen wir hier drüben auf das Viereck und sagen hier oben 32 mal 32. Das ist unser sogenanntes Grundmaterial jetzt und das ist unser Elefant. Unseren Elefanten, den haben wir ja gruppiert, also können wir den anpacken und einfach so hier reinziehen. Und jetzt sagen wir dem Ganzen mal, ne, das können wir eigentlich anders machen. Gehen wir hier oben auf den Pfeil. Na komm, anklicken. Eieieiei. Mach ein bisschen mit hier. So, und haben wir hier oben einen Faktor, da können wir jetzt sagen, okay, wir können den Winkel verändern, wollen wir nicht, wir wollen die Größe verändern. Ich sage jetzt, der soll mal dreimal so groß sein, mal gucken. Da soll der am Schluss schön dort reinpassen und das sieht doch schon mal verdammt gut aus mit den dreimal. So, zack, wir haben unten noch ein Stückchen Platz, mal sehen, ob wir noch ein kleines Stückchen höher gehen. So sieht das doch hervorragend aus. Wir haben rechts, links, oben, unten Platz auf dem Material, sieht hervorragend aus. Jetzt können wir natürlich das Ganze jetzt mal ausmessen. Das machen wir jetzt natürlich. Und dann schauen wir mal, wie groß unser Elefant hier ist. Zack. Zack. Ja, wäre genau 30 mal Außenkante. Außenkante mal 26,48 mm. So, das wäre jetzt so unser Elefant in dieser Größe. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Wir haben gesagt, wir brauchen eine gewisse Linienstärke, weil das ist jetzt das eigentlich, das hier, ist das, was wirklich effektiv stehen bleibt. Alles andere wird weggefräst hier, innen drin, überall wird alles weggefräst. Bloß diese Linien bleiben stehen. Und da müssen wir natürlich jetzt mal irgend so eine Linie anpacken und müssen die mal messen. Und dann schauen wir mal, wie dick die ist. So, also die ist jetzt 0,479 mm dick. So, also 0,47. Da kann man sich das schon mal überlegen.
Ja, das ist nicht gerade sehr, sehr viel. Aber ich sage, das reicht aus. Das passt. Das passt, das ist super. Wir erkennen die Größen, wir wissen das jetzt alles. Und jetzt machen wir eins. Wir müssen nämlich noch das Ganze, und das immer gut merken, spiegeln. Weil, wenn man mal eine Schrift nicht spiegelt und sie am Schluss nach dem Fräsen lesen kann, hat man irgendwas verkehrt gemacht. Das Ganze gehe ich jetzt exportieren, wieder aus DXF-Datei. Nein, ich möchte jetzt nicht hier hin, ich möchte nicht hier hin, ich möchte nicht hier hin, ich möchte hier rein und möchte das Ganze jetzt als ELE 3 haben. So. Jetzt haben wir das exportiert aus ELE 3 und ich würde sagen, wir bereiten das Ganze heute im Estelcamp mal vor und so, dass wir dort die Fräsdateien im Estelcamp hätten. So, also nächstes Programm, Estelcamp. So, ich habe das Estelcamp jetzt geöffnet und hier ist unsere ELE 3, die klicken wir jetzt mal an. So, da wäre sie dann auch schon und jetzt haben wir hier verschiedene Fräser. So, und das sind jetzt so meine Fräser, die ich so angegeben habe. Ich schiebe mir das jetzt mal ein Stückchen hier rüber, weil ich kenne es ja. So, wir müssen natürlich jetzt verschiedene Sachen machen. Und ich sage mal so, ich bereite jetzt den größten Teil vor. Ich zeige es euch jetzt mal ganz grob. Das eher Wichtigste ist erst einmal, dass man das Ganze erstmal planfräsen, weil das Material ist nie ganz plan, das ist ja klar. So, ne? Und daher gehen, sage ich jetzt mal, Auswahlteil. So, ich habe meinen 6mm Fräser drin, sagt, das Ganze ist eine Insel und sagt, der soll das jetzt zum Beispiel 0,10 mm abtragen, so dass ich dort eine Planfläche habe. So, das Ganze tun wir speichern und sagen, das wäre unser Schritt 1. So, geschafft. Jetzt müssen wir natürlich das Ganze mal noch ein bisschen umdenken und sagen, das Ganze ist jetzt ein Teil. Flipp. Ja, jetzt haben wir hier noch eine weiße Ecke und hier noch eine weiße Ecke und hier unten vielleicht ein bisschen. Ja, dann sagen wir Gravur. Zack, zack. Und damit schaffen wir uns erstmal eine gewisse Grundtiefe. Hier, das gefällt mir nicht so richtig. Hier werden wir mal eine ganz kleine. So wollten wir das nicht machen, so wollten wir es machen. So. Ja, also hier innen drinnen sehen wir, dass der Fräser zwar zum Teil irgendwo reinpassen könnte, aber damit fangen wir gar nicht erst an. So, wir sagen das Ganze jetzt hier. So, und damit haben wir jetzt außen um diese Bunse, um den Elefanten, schon mal überall das ganze Material, das was blau ist, hier ringsrum, haben wir dann 3 mm abgetragen. Jetzt müssen wir das natürlich mit verschiedenen Fräsern so lange machen, bis wir die ganzen Konturen alles fein säuberlich rausgenommen haben. Also so ein 2 mm Fräser, so ein 1 mm Fräser, was weiß ich, 0,5 mm Fräser und Gravierfräser am Schluss. So, ich bereite das jetzt mal wieder im Schnelldurchlauf vor, damit ihr nicht so lange warten müsst. We'll be right back.
So, jetzt haben wir alle Dateien abgespeichert, Schritt 1 bis Schritt 5. Und nun könnte es eigentlich schon ans Fräsen gehen. Zuerst werden wir die Fräse vorbereiten und dann mal schauen. Also, das ist jetzt unser Materialblock und den werden wir jetzt erstmal hier hinten einspannen und dann werden wir das Ganze erstmal planfräsen. So, eingespannt ist jetzt das Ganze und vorne an der vordersten Ecke hier vorne, da ist mein sogenannter Nullpunkt. Den habe ich jetzt auch angegeben bei mir im Mach 3. Das ist mein sogenanntes Fräsprogramm. Jetzt werde ich erstmal die Dateien noch schnell übertragen, dann diesen Gravierfräser, der hier drin ist, der muss noch getauscht werden, da kommt jetzt der 6 mm rein und dann werden wir das Ganze erstmal hier starten. Der 6 mm Fräser ist jetzt eingebaut, die Höhe ist jetzt auch schon eingerichtet. So, ich tue jetzt mal noch die Kühlflüssigkeit mit dazu machen. Ich werde das Ganze dann immer ein Stückchen anlaufen lassen und dann natürlich wieder schneller drehen, sonst schlaft er ja dann irgendwann ein hier. Ne? Gut, was soll ich noch groß sagen? Ich fahre jetzt mit einem Vorschub von 1000 und mit einer Geschwindigkeit von 6000 Umdrehungen mit dem 6 mm Fräser. Ich denke mal, das passt ganz gut hier. Ne? Jetzt haben wir hier oben eine schöne Planfläche. Jetzt ist das auch alles schön gerade. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir fräsen jetzt außen, was wir vor uns angezeichnet haben, diese 3 mm nach unten. So, das machen wir jetzt. Und auf geht's. Wie man jetzt hier überall erkennen kann, gerade hier vorne an diesen Ecken und so weiter, haben wir jetzt überall außen genau diese 3 mm abgetragen. Oben ist die Planfläche, außenrum die 3 mm. Jetzt haben wir den nächsten Fräser schon eingebaut, der ist auch schon eingerichtet. Damit geht es jetzt weiter und der nimmt dann den nächsten feineren Konturen raus. Und das Ganze machen wir jetzt so lange, bis wir am Schluss beim Gravierfräser sind, wo wir sagen können, da kommen noch die feinsten Konturen mit raus. Okay, Freunde, also hier ist nochmal die Lederbunse. Wie gesagt, alles tipptopp geworden. So, ich selber muss sagen, es hat jetzt auch nicht so lange gedauert, also es ist in Ordnung. Ich habe es ja für euch ein bisschen vorgespult. Das Video ist trotzdem etwas länger geworden, weil ich am Anfang auch mal erklärt habe, was man einstellen muss, wie man denn die Vorbereitung machen muss und so weiter. Daher muss ich sagen, ich hoffe, dass euch das ein bisschen Ansporn gibt, ein bisschen vielleicht bei euren Ideen weiterhelfen wird, wenn ihr sowas in der Art fräsen wollt oder mal ein Schild oder ein Namensschild, eine Hausnummer oder sonst irgendwas nehmen. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen für mich da und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen bis zu dem Video, wo ich dann diesen kleinen Elefanten ins Leder presse. Also, in diesem Sinne, eure Workshop-Gang, wünsche euch noch einen schönen Abend.